Und wir kommen nach Deutschland, dass es hierzulande in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft derzeit wie geschmiert läuft, wird wohl niemand ernsthaft behaupten. Von Wachstum kann keine Rede sein. Gerade hat der Wirtschaftsminister ein Minus von 0,2% für dieses Jahr vorhergesagt. Und der Internationale Währungsfonds korrigierte seine Prognose für Deutschland nach unten auf 0%. Es geht also darum, endlich mehrere Gänge höher zu schalten. Robert Habeck will laut Informationen der Bild-Zeitung für die Wirtschaft ein Milliardenpaket schnüren, samt einer Investitionsprämie. Wiederholt wird von der Industrie auch gefordert, die Bürokratie abzubauen. Zu hören heute beim Deutschen Arbeitgebertag. Der Bundeskanzler versprach dort Besserung. Mirja Fiedler. Der Countdown für den Bundeskanzler läuft auf dem Arbeitgebertag. Die Fassade glitzert, aber dahinter sieht es düster aus. Auch für Angelique Renkhoff-Mückes Unternehmen. Seit mehr als 20 Jahren steht sie an der Spitze eines mittelständischen Weltmarktführers, einem bayerischen Markisen- und Rollladenhersteller mit mehr als 5000 Beschäftigten. Doch einige Arbeitsplätze hat die Tochter des Firmengründers mittlerweile nach Osteuropa verlagert. Es ist nicht nur eine Konjunkturkrise, sondern es ist mittlerweile wirklich eine strukturelle Krise, in der sich Deutschland befindet und damit auch die deutsche Wirtschaft. Die wird da einfach mitgezogen. Das betrifft auch mein Unternehmen. Sie ist auch Vizepräsidentin der Deutschen Arbeitgeberverbände und hat hohe Erwartungen an den Bundeskanzler. Der redet nicht lange um die Rezession herum. Die Konjunktur stagniert und das wird natürlich auch noch gefördert, wenn die Stimmung nicht immer zum Besten ist. Wir müssen gemeinsam rauskommen aus dieser unguten Lage. Die Unternehmen attestieren dem Bundeskanzler, das Problem erkannt zu haben. Über Lösungen streiten beide Seiten. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung sei zu wenig, meint der Arbeitgeberpräsident. Es ist davon bei uns in den Betrieben noch nicht viel angekommen bzw. gar nichts angekommen. Beispiel: Lieferketten-Sorgfaltskontrollgesetz. Wir haben mehrfach darum gebeten, dieses Gesetz entweder zu lockern oder außer Kraft zu setzen. Der Wirtschaftsminister hat uns das auch mehrfach bestätigt, dass er verstanden hat, worum es geht und dass er sich sofort an die Arbeit machen wird. Aber erreicht, geliefert hat er nichts. Dieses Jahr noch. Ich glaube Ihnen, dass, wenn die Tinte trocken ist und es bei mir auf dem Lieferschein steht, bei mir im Betrieb ankommt, dann glaube ich es Ihnen. Auch so glauben. Bei mir im Betrieb ist bisher nichts angekommen, nichts davon. Trotz Humor ist die Harmonie dahin. Unter anderem, weil der Bundeskanzler die Leiharbeitsbranche angegriffen hatte. Die Gefahr von Lohndumping, die er dort genannt hat, ist nicht gegeben, weil wir eine zu fast 100% tarifgebundene Branche sind. Wenn ich heute investiere, kriege ich ja meinen Return erst im Laufe der nächsten Jahre. Und da ist, glaube ich, die Unsicherheit bei vielen zu hoch. Angelique Renkhoff-Mücke will am Hauptsitz ihres Unternehmens in Bayern festhalten, obwohl sie wegen des Bundestagswahlkampfes spätestens ab dem kommenden Jahr kaum noch politische Entscheidungen erwartet. Ich befürchte tatsächlich, dass im Moment eher noch negative Dinge umgesetzt werden. An den positiven Dingen wird man sich wieder zerstreiten. Hinter den Kulissen sieht es also nicht so spektakulär aus, trotz des stimmungsvollen Slogans der Arbeitgeber. Ja, die Wirtschaft schwächelt und die Aussichten sind nicht besser, meint Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk. Arbeitgebertage haben auch schon mal allen Beteiligten mehr Spaß gemacht. Heute traf eine schwache Regierung auf Unternehmen, die einen schwachen Standort beklagen. Nach einer reformunwilligen Großen Koalition und 3 Jahren Ampel ist Deutschland ein Sanierungsfall. Mittlerweile ist unser Standort in allen Wachstumsrankings Schlusslicht. Trotz fallender Inflationsrate und gesunkener Energiepreise. Hierzulande wachsen vor allem Arbeitskosten und der Berg an Regulierungen. Ein Beispiel: das kürzlich von SPD und Grünen noch bejubelte Lieferkettengesetz. Es wird die Welt kaum besser machen, aber den Standort Deutschland schlechter. Heute bekräftigte der Kanzler, dieses Bürokratiemonster müsse wieder weg. Und der Blick nach vorn? Die Perspektiven sehen trist aus. Bei schwächelnder Wirtschaft hat die Regierung immer weniger Geld, ihre falschen Rahmenbedingungen hinter großzügigen Subventionen zu verstecken. Wenn die angekündigte Wachstumsinitiative so verabschiedet wird, kann sie vielleicht für ein kleines Plus im nächsten Jahr sorgen. Ein großer Wurf wie Schröders Agenda 2010 ist sie nicht. Kaum jemand hat noch Zuversicht, dass es der selbsternannten Fortschrittskoalition in ihrem letzten Jahr noch gelingt, dafür zu sorgen, dass wieder bessere Zeiten kommen.
Die Meinung von Holger Ohmstedt. Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Moskau Lambsdorff einbestellt, aus Protest gegen das neue NATO-Marine-Hauptquartier an der deutschen Ostseeküste. Der Standort in Rostock verstoße gegen den 2+4-Vertrag, der eine Stationierung von NATO-Truppen in der ehemaligen DDR untersagt. Lambsdorff widersprach dem. Von Rostock aus sollen NATO-Truppen in Zukunft den Ostseeraum überwachen, um unter anderem mögliche russische Aggressionen frühzeitig zu erkennen. Sie verbreitet sich bislang vor allem in Teilen Afrikas. Jetzt ist die neue Variante der Viruserkrankung Mpox erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Betroffen ist nach Behördenangaben ein 33-jähriger Patient aus Köln, der sich wahrscheinlich in Ostafrika infiziert hat. Er sei derzeit in Isolation. Trotz des Nachweises geht das Robert-Koch-Institut weiterhin nicht von einer erhöhten Gefährdung in Deutschland aus. Eine im Saarland geplante Chipfabrik wird vermutlich nicht gebaut. Der Autozulieferer ZF und der US-Halbleiterhersteller Wolfspeed hatten die Pläne 2023 vorgestellt. Nach Informationen verschiedener Zeitungen wird das Projekt aufgrund der geringen Nachfrage nach Elektroautos gestoppt. Näheres dazu jetzt von Anja Kohl. Das voraussichtliche Aus ist eine Hiobsbotschaft für das Saarland und für Deutschlands Ambitionen, eine eigene Chipfertigung für die Transformation zur Elektromobilität aufzubauen. Bei den Chips geht es um hochmoderne Stromsparchips für kleinere und effizientere Batterien für E-Autos. Hergestellt werden sollten sie in einem neuen Werk in Ensdorf nahe Saarlouis. ZF und Wolfspeed wollten 2,8 Milliarden Euro darin investieren. Gefördert vom deutschen Staat, doch nun wohl der Stopp. Eine schwache Nachfrage nach E-Autos und hohe Verluste zwingen beide Unternehmen dazu, alle Standorte auf ihre Wettbewerbsfähigkeit hin zu überprüfen. ZF plant einen Kahlschlag in Deutschland. Ein Drittel aller Werke könnte geschlossen werden. Bis 2028 könnten mindestens 1.800 Stellen allein im Werk in Saarbrücken gestrichen werden. Was haben Albert Einstein, Marilyn Monroe und Ed Sheeran gemeinsam? Sie stotterten als Kinder und machten dennoch eine große Karriere. Das macht Mut, denn viele Menschen, die stottern, erleben im Alltag Ungeduld und Gehässigkeiten. Etwa 5% aller Kinder stottern, bei vielen hilft aber eine Therapie. Mehr als 830.000 Menschen sind insgesamt in Deutschland betroffen, darunter auch Erwachsene. Laura Weigele zeigt uns am heutigen Welttag des Stotterns, wie eine Betroffene aufklären und Vorurteile abbauen will. Hallo, meine Freundin hat mir ein Buch empfohlen, The Sapiens. Mhm. Den Autor kann ich leider nicht aussprechen. Harari. Nach einem Buch fragen, für viele selbstverständlich. Für Jennifer Springer sind solche Situationen oft schwierig. Das ist einfach ein sehr überwältigendes Gefühl, wenn man in einer Situation ist, in der das Gegenüber einen nicht ausreden lässt und einen unterbricht. Und dann denke ich, oh nein, du stotterst zu doll. Im August vergangenen Jahres wacht Jennifer nachts auf und kann nicht mehr richtig sprechen. Vermutlich ein Schlaganfall. Das Stottern schränkt die 33-Jährige damals stark ein. Ich habe mich noch nicht mal getraut, Bahn zu fahren. Ich habe mich nicht getraut, einkaufen zu gehen. Geschweige denn Zeit in einem Café oder Ähnlichem zu verbringen, weil ich diese permanente Angst hatte. Gleich fragt dich jemand nach dem Weg oder jemand will wissen, wie spät es ist und du kannst nicht antworten. Um wieder am Leben teilnehmen zu können, macht Jennifer eine Therapie. Dort lernt sie Techniken, wie sie mit dem Stottern umgehen kann, denn heilbar ist es bei Erwachsenen selten. Die neurologisch bedingte Störung kann psychische oder genetische Gründe haben oder Folge einer Krankheit sein. Typisch ist, dass bei stotternden Menschen die weiße Masse im Gehirn nicht in dem Maße ausgebildet ist. Das heißt, dass die Geschwindigkeit zur Übertragung des Signals zum Ausführen des Sprechens langsamer funktioniert, als es eigentlich notwendig wäre.
Was Jennifer aber fehlt, sind Vorbilder, Menschen, die ihr Mut machen. Auch deshalb fängt sie in den sozialen Medien an, ihren Alltag zu teilen und nicht Betroffenen Tipps zu geben. Nummer 2, Geduld. Habt bitte einfach ein bisschen Geduld mit uns. In der Regel wird es für uns dann sehr viel einfacher und auch für euch ist die Gesprächssituation angenehmer. Ohne Druck sprechen zu können und sich austauschen. Dafür trifft sich alle 2 Wochen die Stotter-Selbsthilfe in Köln. Für Jennifer und andere Betroffene eine wichtige Stütze im Alltag. Dass ich halt anschließend nach den Gruppenabenden so wieder mehr Selbstvertrauen habe und ja, das bringt mir einfach super viel. Man konnte nicht drüber reden. Es war immer so dieses Deckmantel des Tabus darüber. Und das ist in der älteren Generation sehr bekannt. Heute ändert sich das. Für die Zukunft hat Jennifer aber einen Wunsch, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden und trotz Stottern ein angstfreies Leben führen zu können. Und wir schauen jetzt aufs Wetter. Claudia, ein goldener Herbst steht der uns bevor? Ja, Helge, zumindest für 2 Tage und nicht überall, weil im Süden bleibt es doch eher trüb. Aber wir liegen unter Hochdruckeinfluss und heute schien schon häufig die Sonne. Dieses Hoch wird sich relativ schnell weiter nach Osten verlagern. Hinter der Kaltfront heute ist ja kühlere Luft eingeflossen und man sieht schon sehr schön, dann kommen Tiefdruckgebiete in Richtung Irland und England. Und dieses Tief wird am Freitag vorlaufend dann zumindest mal ziemlich warme Luft zu uns schicken. Also es gibt immer wieder sonnige Abschnitte, Temperaturen verhalten. Freitag, Samstag, aber wird es deutlich wärmer. Und Sie sehen am Beispiel Stuttgart, das geht am Freitag auf die 20 Grad. Danach wahrscheinlich wieder doch zumindest deutlicher Temperaturrückgang. In Hannover wird es nicht ganz so hoch gehen am Freitag, aber auch da steigende Temperaturen auf rund 18 Grad. Auch danach, so wie es im Moment aussieht, wieder langsamer Temperaturrückgang. Und jetzt in der Nacht haben wir es in der Südosthälfte immer noch mit den dichten Wolken der Kaltfront zu tun. Da regnet es auch noch so ein bisschen. Dann kommt auch die Warmfront, die dazugehört, nochmal zurück. Also eher trüb, auch morgen im Laufe des Tages. In der Nacht Nebel über der Mitte, im Norden tiefhängende Wolken. Der Nebel löst sich dann auf und auch die Wolkenfelder über der Nordhälfte werden immer mehr Lücken bekommen, sodass die Sonne rauskommt. Jetzt in der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf Werte von meist so 8 bis 2 Grad. Am Alpenrand und im äußersten Norden sind es 9 bis 12 Grad. Morgen Nachmittag ziemlich einheitliche Werte, 12 bis 17 Grad am Nachmittag. Die nächsten Tage bringen am Mittwoch dann im Süden dichte Wolken, am Donnerstag, morgen ist Mittwoch, am Donnerstag in der Südhälfte kompakte Wolken. Nach Norden scheint die Sonne häufiger, Temperaturen 15 bis 19 Grad. Freitag erst vor allem über der Mitte und nach Osten hin sehr sonnig. Dann kommt das Tief von Westen, bringt erste Schauer und Gewitter, sodass es dann wieder wechselhafter weitergeht. Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Jetzt im Anschluss nimmt die ARD sie noch mit in die Gaststätte, wenn denn die Servicekraft da ist. Genau, denn viele Lokale haben bürokratische Probleme, Köche und Kellner nach Deutschland zu holen.